Ich laufe auch. Und Clap. Yeah. Ach, ja, alles ach, klar. Ach, Gott sei Dank, so endlich mal wieder arbeiten. Ah, ja, genau. So mache ich es nämlich, das, weißt du? Ja, ah, ja, logisch. Ah, wohl weiß obwohl, ja, ich habe beim letzten Podcast den Eindruck gehabt, dass du deutlich leiser warst als wieder? Ich. Wieder? Ja. Ah, ja, das ist die Stimme. Die, vielleicht ist es auch nicht gescheit ausgesteuert. Hast mich wieder immer wieder. Hab dich wieder leiser gemacht. Leiser extra, gemacht, damit ja man nur mich hört. Hier Bruder. Im Podcast beim Mundstuhl. Herzlich willkommen hier zu unserem neuen Podcast. Folge Nummer 127 bereits. Ehrlich? Nee, ich glaube ja. Oder 128? Ich glaube 27. Wahnsinn. Ich bin fast sicher, dass es die 127 Wahnsinn. 27 Podcasts. 4 Stunden. Wahnsinn. Wahnsinn. Allein die Zeit, die wir für euch investieren. Ja, es ist der also Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja. Allein das ist die 127, ne? Ja. Genau. Ja, vor allem, trotzdem, nee, die 127 war Pinkel bitte im Stehen. Ah, also ist schon die 128. Ich war komplett falsch. Wollte eigentlich aber den Flugmodus anmachen. Siehst du? Ja, trotzdem haben sich irgendwelche Freibiernasen, weil kostet ja nichts, ist ja komplett umsonst. Ja, ja. Der Podcast. Am Ende noch. Naja, ach ja, also das Songwriting, zwei haben. Oh nee, jetzt bitte nicht. Jetzt hat sich jemand hier, der auch hier in dem Haus ist, mit unserer Box verbunden und hier wird gleich richtig Musik laufen. Das ist gut. Ja. Aber egal. Ja, trotzdem irgendeine von den Freibiernasen, der umsonst Podcast wäre busy, also das wäre dann ein bisschen langweilig gewesen auf Dauer. Mit dem Songwriting. Ja. Sag mal Stopp. Entschuldigung. Sag mal Stopp. Es tut uns das wahnsinnig leid, dass unser Umsonst-Podcast euch 40 Minuten lang langweilt hat, die zwei Leute und die anderen fangen so. Also viele fanden super, viele haben auch sehr schöne Ideen noch gehabt, sehr schöne Reime. Wir sind jetzt zwischenzeitlich noch gar nicht dazu gekommen, am Song weiterzuarbeiten. Nein, wir haben ja auch mal frei. Wir müssen ja auch mal frei haben. Wir haben ja im Moment, also letzte Woche war eine 6-Tage-Woche, muss man ja einfach mal so sagen. Wir haben ja neben unseren Gigs natürlich auch noch administratorische Sachen. Ja, na sicher, klar. Podcast zum Beispiel. Ja, beispielsweise. Und das ist ja nicht nur die 40 Minuten. Man muss ja dann auch noch denken, dass die Inhaltsangaben muss den Kram wegschicken. Man muss so viel auch. Ein Elefantenschuh, wie man sagt, nach hinten dran hängt. Ja, ja, ja. Hattet ihr früher auch so Elefantenfuß als Schirmständer? Ja, immer. Hat man in den 80ern einfach, hat man ja standardmäßig. So Aschenbecher aus, so Gorilla hinten. Das hatten wir aber mehrfach schon thematisiert. Ja. Das haben wir, dass das also auch zum guten Stil gehört, hat man sowas zu Hause. Das war damals so. Das waren halt andere Zeiten. Ja, es ist halt, ja. Die sind heute schwer verkäuflich, weil man darf sie ja nicht mehr handeln. Ja, ja. Sie müssen ja vor 1900 irgendwie, jetzt gibt es natürlich auch irgendwelche Dokumente, also irgendwelche, ja. Man kann ja für Geld, ist das halt, habe ich das vor 1900 gekauft. Ja, ja, natürlich. Da gibt es ja so, Papier ist geduldig, wie man so schön sagt. Guten Tag. Ja, so sieht's aus. Ich habe letztens mal... Das Gerät läuft? Oh, läuft doch. Läuft. Hast du irgendwas... Also nein, war das dran gekommen. Ach so, und war reine ADHS. Ja, ADHS. Nee, ich wollte nur zeigen, weil ich habe dieses Gerät letztens auch gesehen beim... War so... wie sagt man so schön? Was Vogelstimmenkundlerin, die hat es damit, die Vogelstimmen damit aufgenommen. Ach, du hast so eine Gerät. Tour gemacht, morgens im Morgengrauen? Gesehen. Ich habe einen Bericht gesehen. Ach, kann ich mir vorstellen. Bist du um 6 Uhr aufgestanden und dann so. Nee, ich habe einen Bericht gesehen. Ja. Wie gesagt, also ich bin nicht morgens aufgestanden. Ja. Kann man aber. Könnte man. Also ich nicht. Ja. Ich schlafe ja morgens um 6 noch. Ich bin ja Künstler, muss ja abends auftreten. Ja. Um 6 weg. Wer steht morgens um 6 Uhr auf, der es nicht muss? Frage. Naja, aber so für so Vogel, Ornithologisch, ich bin gut zu Vögeln. Ja, also in Costa Rica habe ich das gemacht. Sind wir mit so einem Typ dann morgens und haben den Quetzal gesucht. Das sind diese Vögel mit den riesigen... Ich weiß, mit den langen Schwänzen, Schweifen. Genau. Das ist so ein bisschen pfau-mäßig, nur kleine. Nur, ja, und fliegen. Können und halt können fliegen. Genau. Pfauen können Pfau ja kann ja gar nichts. Pfauen können ja gar nichts. Hast, die nur am Boden rum und hast du gewusst, dass Pfauen ist der Plural. Dass Pfauen, dass sie in Bäumen schlafen. Ja. Die Hüppe da hoch, ja, um sich wie zu schützen. Hühnchen auch, also Hühner. Ja, machen die das auch? Ja, Hühner. Hühnchen. Hühner schlafen auch in Bäumen, weil die sonst am Boden für den Fuchs zu schnell. Ja. Die Hüppe in der, die können ja auch fliegen eigentlich. Ja, die sind halt zu faul. Nee, die kriegen die Flugfedern gestutzt, damit sie nicht wegfliegen. Ja, aber so. Können sie nicht mehr fliegen. Eigentlich können Hühnchen fliegen. Ja gut, aber nicht so lang, nicht so richtig. Doch, die können richtig fliegen. Also echt? Kriegen von uns halt die Flugfedern gekürzt und dann können sie nicht mehr fahren. Was ich nicht wusste, ist, wenn man so Hühnchen schlachtet, ja, da muss man die ja festhalten.
wenn mein Kopf abhackt. Ja, sonst rennen sie weg. Die fliegen sogar noch. Und, seitdem hat vorher die Flugfedern gestutzt. Es ist ein bisschen wie, wie hieß er nochmal, unser Pirat, der Störtebeker? Wie sie ja gesagt haben, wenn er den Kopf abgeschlagen bekommen hat, die Leute, die er noch berührt, die werden begnadigt, aber hier, Arschlecken waren nix. So. Ja. Alle sind sie weggemacht worden. Ja. Voll asozial. Ach, oder? Obwohl er welche berührt hat. Ja, na klar. Das sagt ist, die Legende sagt zumindest. Es gibt ja jetzt keine Fernsehaufnahmen von Störtebeker. Das stimmt. Frage ich mich immer, wie kriegen die das hin, wenn die, also ich gucke ja gerne so Steinzeit-Dokumentation, wie kriegen die das hin, das Original, die Originalaufnahmen von damals, wo haben sie die her? Ja, daran. Wo die Neandertaler und deswegen so. Deswegen glaube ich auch nicht wirklich, dass das Originalaufnahmen sind. Das könnte sein. Also da mittlerweile habe ich wirklich auch Zweifel, dass es echte Originalaufnahmen sind. Ja, also bei mir, mein Leben ist so, also erstmal herzlich willkommen hier zum Podcast, haben wir ja gesagt, wir befinden uns mal wieder hier im Casa Niedereichholz. Ja, in meinem farbenmäßig ja einer Vulva nachempfundenen Küche. Ist so, genau. Und Das habe ich ja extra so, klar. Aber manche finden es verrückt von mir, ich stehe dazu und ich sage, lass mich doch in Der Vulva wohnen. Und deswegen, was wollte ich gerade sagen? Dein Leben ist leicht, hast du gesagt. Nee, bei mir ist ganz schön viel gerade los. Der Durango ist verkauft, ich hole mir jetzt ein neues Auto. Ich sage aber jetzt auch, ich sage auch gar nichts, weil was kann passieren, wenn du jetzt sagst, ich hole mir Ding, ja. Die eine schreiben dann unten drin, Scheiß hat mein Bruder von meinem Onkel gehabt und der zwar sofort Motorcharten. Das schreibt dann einer, der ist wahrscheinlich der ein bisschen langweilig. Genau, das Gleiche. Der Nächste schreibt, oh, super Auto, also es bringt ja gar nichts. Nee, also so, klar, wenn natürlich in solchen Beiträgen nur Negatives steht, nur das ist der größte Rotz, dann kann man sich ja auch drauf verlassen. Aber wenn so viele Gegenteile, man kann immer ein Auto haben. Es kann ja auch keiner tatsächlich diese Autos aus Schweden, die ich da im Blick habe. Es kann ja niemand sagen, dass das irgendwie schlechter ist. Gelten ja irgendwie als die keine Ahnung, die besten oder waren es mal oder irgendwie sowas mit den. Heutzutage weiß doch keiner mehr mit den ganzen neuen Autos, die da kommen. Tesla, hey, Tesla, sind 10. Was sind das? Ich kenne nur Nikolai Tesla, ein Kroate. Das Einzige, was ich glaube, auch bei Autos, wie bei so vielen, was nichts kostet, ist nichts. Da bin ich mir sehr sicher, dass man sich für Listenneupreis 9.900 kein super Auto kaufen kann. Nee, aber verliert ja auch maximal 10.000 Euro. Es ist ja bei so hochpreisigen Dingern, du lässt das Auto zu und hast schon 10.000 verloren. Ja, richtig. Das muss man sich ja überlegen. Ja. Also ist praktisch, die Kosten-Nutzen-Rechnung ist ja eine völlig andere bei einem Auto, was 10.000 Euro kostet. Ist es nicht so, dass die dann sagen, ach komm, bevor ich den Wertverlust realisiere, kaufe ich sechs Jahre fährt mir so ein Auto ja ohne Probleme. Dann wird man es wahrscheinlich für 4.000 oder sogar noch für 4 vielleicht. Ja. Und da hat man deutlich weniger. Also wirtschaftlich ist das schon gedacht. Ich will halt in einem Auto sitzen, was mir auch ein bisschen Spaß macht. Ja, und wo die Verarbeitung halt auch stimmt, muss man ja auch mal sagen. Also mir war früher mal das so vollkommen egal. Ich hatte mein liebstes Auto früher, da war ich vielleicht 20, 22, war Beas Kona. Das ist ein geiles Auto gewesen. Komplett, also auf der Fahrerseite konnte man nicht mehr einsteigen. Ich musste immer, also es hatte aber noch TÜV, es hatte noch 3 Monate TÜV. Ich habe das für 300 Mark, 300, das war die Währung vor dem Euro. 300 D-Mark gekauft und bin dann damit, das war so der Hammer, es gab ja Ascona, gab es ja in diesem wunderschönen, fast Neongrün. Ja. Aber weil da schon so viel auch dran war, die Motorhaube war schwarz, mattschwarz. Das ist aber geil. Das ist der Hammer. Aber war halt nicht original, sondern mattschwarz. Auf der Fahrerseite, weil der so einen schweren Unfall hatte, deswegen ja einer ihn verkaufen wollte, aber noch TÜV. Aber auf der Fahrerseite konnte man nicht mehr einsteigen, eingedellt. Also das ist schlecht, also auch für die Sicherheit, sag ich mal. Was? Als ob man mit 22 irgendwie Sicherheit interessiert. Denkt keiner an die Sicherheit, das stimmt. Nee, also schön mit dem Auto rumgefahren, 3 Monate gefahren. Ich brauchte ein Auto für den Sommer. Ja, und dann in die Presse. Ja, weg damit. Ich kann mich erinnern, ein Kumpel von mir hat einen gemachten, also 2 Liter GTE gehabt, einen Ascona, und ist gejagt worden irgendwie auf der Autobahn. Das ist alles schon 30 Jahre her. Also nicht von der Polizei, sondern? Da hat er Vollgas gegeben und dann
hat sich ein Kolben einfach durch die Motorhaube verabschiedet. Bam, war ein Loch drin, ist er stehen geblieben. Ach komm. Krass, ja. Ja, Autos, da erlebt man schon tolle Sachen. Das ich ist krass. Irgendwann bin ich mal auf den Trichter gekommen, dass ich nicht mehr nur so ein großes Auto für Langstrecke haben will, sondern dass ich auch ein kleines Auto eigentlich haben will, weil so für die Stadt. Und da habe ich mir ja vor, was ist das her, 15 Jahren, wenn es langt, einen Kleinwagen gekauft. Ein Hashtag Werbung 500. Ja. Also den gibt es von der italienischen Marke, Hashtag Werbung, und von der deutschen, aber ich habe mir den italienischen 500er geholt. Und zwar noch bevor es den überhaupt jetzt wieder als Retro-Neuversion gab. Genau, dieses eckige Teil. Gab, sondern so ein hässliches, eckiges Kleinwagen. Den habe ich irgendwo bei Rüsselsheim, glaube ich 2000 Euro, das waren dann schon Euro, bin damit heimgefahren und auf dem Weg nach Hause hat er einen Motorschaden gehabt. Das ist gut. Aber natürlich Verkauf ohne jegliche Gewährleistung, ja, von privat an privat. Kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen. Motorschaden, ich glaube, ein Taui halt dann. Ja, muss man halt dann mal. Also ich bin von dem, ich habe den gekauft, Autobahn und dann Motorschaden kurz vor meinem ADAC. Genau, und in die Werkstatt. Vorletzend. Der Knaller, oder? Vorletzend. Also der Wahnsinn. Naja, jedenfalls, wir sind hier, bei mir ereignisreicher Tag. Wie gesagt, der Durango ist verkauft. Rosie hat heute Geburtstag. Ich war noch heute auf dem Amt, habe das Auto abgemeldet. Ich glaube, wir haben gar nicht gesagt, dass du ein neues Auto gekauft hast. Ich glaube, die Leute. Doch, dass der Durango weg soll, das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Dass er weg soll, aber dass er weg ist, glaube ich. Ich glaube, wir gehen jetzt von Ver... Das hast du mir erzählt, als ich reingekommen bin. Und jetzt, ja. Ich zähle ja nur auf was alles schon war. Also der Durango ist weg. Ach, stimmt. Die Rosemarie hat Geburtstag. Wir fahren jetzt gleich nach dem Podcast los auf eine 3-Tour-Runde. Wo viel spielen wir jetzt noch? Hockenheim. Hockenheim. Ulm. Ich bin auch froh, dass wir heute nicht ganz so weit fahren, ehrlich gesagt, weil ich bin wirklich schon lang wach. Ich bin. Also durch die Ämter mache ich ja dann 7.30 Uhr, dann kam ja, ich hatte ein bisschen was auf der Uhr schon sozusagen. Ich finde es so krass bei uns, also ich habe letztens am Montag spiele ich ja Karten, habe ich mit einem Kumpel gesprochen und der wohnt im Außenbereich von Hanau und der sagt, ihre Stadt hat immer noch nicht offen Corona-bedingt, du kannst immer noch nicht auf die Gemeinde, darfst halt nicht hin. Aha. Muss man sich mal vorstellen, die Faulenzer. Ja, Wahnsinn. Machen nichts. Weißt du, Corona ist lang rum. Nee, das Rathaus ist noch zu. Das ist ja echt total krass. Das ist der Hammer. Also der Wahnsinn. Und wo wohnt der? Also irgendwo außerhalb. Von Hanau. Also also mit einer eigenen Verwaltung. Genau. Das ist ja echt brutal. Ah ja, klar, dann nichts schaffen. Ah ja, dass man, möglichst nichts schafft. In 10 Jahren noch gar's Corona. Genau. Dass man nichts schaffen muss. Das ist doch geiler, wenn man nichts schaffen muss. Natürlich, es ist immer besser, nichts zu schaffen. Schafft dein Vater jetzt was oder ist er immer noch bei der Stadt? Ja, sagt man ja. Genau. Deswegen, genau. Willst du ein Glas Wasser? Unbedingt. Wirklich gerne. Wirklich sehr, sehr dann gerne. Mach weil ich wir, müssen mal. Ja auch, wir müssen ja auch hier wieder die liebgewonnene Tradition hochhalten. Vielen Dank. Ich löse ja und deswegen mache ich für dich ein neues Wasser ja, auf. Ja, na klar, ich sehe ja hier das eine, aber das ist ja schon, ist es ja schon verblitzt. Es ist ja, genau, das genau. Ist ja schon da nehme ich dann von. Ja. Obwohl, das brauche ich. Nehme auch neues. Ja, ich nehme auch neues Wasser. Ja. Das ist wegschmeißen und neu kaufen. Das ist für mich genau. Die Maxime meines Lebens. Ich habe hab mal wieder meinen Irland-Pulli angezogen. Ich finde es nämlich total wichtig, dass wenn man in so einem Land ist, dass man in den möglichst ersten Souvenirshop läuft und sich von dem Land dann das entsprechende Hoodie kauft. Unbedingt, das ist wie Michigan oder so. Das ist ja klar, das muss man ja machen, also weil es auch Roma so cool ist. Oder Frankfurt. Man ist halt der Coolste damit. Man ist der Coolste das weiß. Und kein anderer hat es. Kein anderer hat es und man kann dann zu Hause so... Ja, sag mal, wo ich war. Wisst ihr, wo ich war? Ja, noch cooler sind natürlich, also da an die Coolness bin ich noch nicht ganz rangekommen, weil da muss man ja dann echt auch ein bisschen latschen. Das war schon wieder ein Fail. Ja. Wobei, das hat echt... Na, das hört sich wenigstens nach. Das hat wirklich Kohlensäure. Ja. Das hat wirklich Kohlensäure. Je günstiger das Wasser, umso mehr Kohlensäure machen sie rein. Um weniger Wasser drin haben zu müssen. Das glaube ich nämlich auch. Ja? Kohlensäure ist billiger als Wasser und deswegen machen sie mehr Kohlensäure rein, aber ist natürlich auch leichter als Wasser. Ja, klar. Deswegen können sie sich die Glasflaschen leisten. Damit es wieder genau zum... Ja. Wer weiß, das sind die perfiden Tricks der Lebensmittelindustrie. Ja, absolut. Ja, deswegen habe ich heute mal mein Ireland,
War ich nämlich mal, ja. Nur, dass halt jeder sieht, ja. Ich, das ist okay, hier so abgekürzt. Ach, ihre Land ist Irland. Ihre, ja. Also, das ist deren Sprache dann? Ist? Ja. Ah, alles klar, okay. Irland. Irland, steht ja, ja da, Irland. Ja, ja, genau. Irland. Irland. Ich komme in Irland. Ich komme in Irland. Ich komme in Irland. Gut Preis. Was letzte Preis? Ich komme Irland. Ich komme Irland, kaufe ich Auto. Was letzte Preis Auto? Mein Auto, mein Nachbar, Mutter von meinem Nachbar will kaufen Auto für ich. Bitte schreiben an E-Mail an meine E-Mail Herbert Müller at gmx.de. Bitte an diese meine E-Mail schreiben ein Privatnachricht, weil Nachbar, Mutter, Nachbar kauft Auto, ja. Wird froh sein, wenn sie was letzte Preis melden. Ja, da geht es ja nicht um was letzte Preis. Nein. Da geht es ja darum, dass man dann jemandem geschrieben hat und dann kommt ja irgendwas. Manchmal wird es mich ja so interessieren, wie wollen die jetzt an mein Geld kommen? Wie? Also wie? Soll man klicken Link? Soll man klicken Link? Bitte klicken Sie auf den Link, der da irgendwie ist. Aber das, so dumm kann ja niemand sein. Oder ist es, das hatte man ja auch schon, oder ist es ja, ich kaufe, es gibt ja die verrücktesten Konstruktionen. Also ich will das Auto kaufen, aber ich brauche, um zu Ihnen zu kommen. Ich komme ja aus Schweden oder Finnland. Ja, und ich brauche jetzt erstmal dafür 1.000 Euro, damit ich überhaupt da das Auto holen kann. Also ganz verrückte Sachen. Jedenfalls, wenn man aufgefordert wird, an eine private E-Mail-Adresse zu schreiben, obwohl man ja einfach auf diesem mobile Portal oder auf dem Autoverkaufsportal, da gibt es ja auch viele, kann man ja ganz normal, das ist ja wie ein WhatsApp-Chat. Ja, ganz normal. Also ja. Das ist hat keinen Vorteil für dich, dass du eine extra null. E-Mail-Adresse da anschreibst. Null. Nee. Null Vorteil. Also deswegen ist es immer Beschiss schon mal. Das ist immer schon. Also ich habe es bestimmt noch nicht erzählt, aber ich wohne ja in einem Altstadtkern von Hanau. Ja. So, und da ist die nächste Tankstelle, würde ich sagen, 1,5 Kilometer weg, egal in welche Richtung. Ja. Also sowas um den Dreh, würde ich sagen. Und letztens ist bei mir ein dehnbarer Begriff, das kann Jahre her sein, allerdings auch erst Wochen, also ich weiß aber nicht mehr, das ist schon länger her. Aber letztens klopft es bei mir an der Tür, weil ich keine Klingel habe. Da steht einer vor mir und hält mir 1.000 Ausweise unter das Gesicht. Also sein Auto wäre stehen geblieben, er hätte keinen Sprit, er braucht unbedingt 30 Euro für Benzin. Ja. 30 Euro, wo will denn der hinfahren? Soll ich dem die Reise nach Hannover bezahlen? Ja, ja, klar. Gesagt, wo stehen Sie denn an welcher Tankstelle? Ja, vorne. Da habe ich gesagt, da ist aber keine Tankstelle. Ja. Ja, aber ich habe einen Führerschein, Und dann hat er mir gezeigt, dass er hier in Deutschland sein darf und alles. Wollte halt 30 Euro von mir. Ja, ja, bei mir war es, ja, sag mal, klar, absolut. Da ziehe ich mir die Hose mit der Beißzange an. Ja, ich offensichtlich. 30 Euro, wenn er gesagt hätte, ein Fünfer, dass ich von A nach B komme, hätte ich ihm den Fünfer ja gegeben. Denk dran, lieber 6x5er als 1x30er. Ja. 6x5er kriegt man vielleicht 4x sogar ein, aber beim 30er sagt doch jeder normale, hallo? Ja, 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 natürlich. Was ich auch lustig finde, haben wir ja auch ein bisschen im Programm in Rollen thematisiert, sind die Jungs, die auf der Fußgängerzone so tun, als wären sie gehbehindert und dann um die Ecke in einen schönen 3er, 5er BMW steigen und halt wegfahren. Gesehen. Ja, ja, natürlich. Das ist keine. Nee, das ist ganz normal. Das ist einfach ein Trick. Ganz normaler Trick. Auch lustig, ich bin ja auf den, also es gibt ja den Enkeltrick, ich habe es aber, glaube ich, schon mal erzählt, ich bin ja auf den Opa-Trick reingefallen. Nein. Es hat doch hier geklingelt bei mir. Ja. Alter Mann. Sie kennen ja mich, schön, Sie mal wiederzusehen, so ein Scheiß. Ich habe ja hier gewohnt um die Ecke. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber dann ist mir direkt in so einer Situation, ach man Gott, war ich mal wieder so unaufmerksam, habe den Mann nie angeschaut. Das ist ein super Trick. Ja, den Leuten super, erstmal so ein halbschlechtes Gewissen. Aber bei mir ist ganz schwer. Ich komme nicht in meine Einrichtung. Ich bin ja jetzt in
wo auch immer, hin der Taunus in der Einrichtung. Ich so, ach Gott, der Arme ist in der Einrichtung. Oh je. Und komme ich nicht hin, ich muss da mit dem Taxi und brauche ich ja irgendwie 30 Euro. Ich bringe sie Ihnen, ich bin ja hier, ich habe meine Tochter besucht. Nichts, alles gelogen. Mhm. Alles gelogen. Ich bringe es Ihnen nächste Woche, ich besuche jede Woche meine Tochter. Ja, habe ich dem uralten Mann 30 Euro? Ja, ja, natürlich. Naja, wir kennen uns ja hier, ne? Ja. Wir hier. Das war mir echt. Und weißt du was? Jetzt ist nur 30 Euro ist ja noch ein okayes Lehrgeld. Ja, genau. Aber Lehrjahre. Ja, aber ne? Nee, das ist Wahnsinn. Ja, wie gesagt, also das ist natürlich, trifft jede Ethnie. Also man wird von jedem Natürlich. Und verarscht und beschissen. Ja, natürlich. Das hat, also Bescheißer gibt es auf der ganzen Welt. Jeder Couleur, sozusagen. Ja. Also, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja, so kann man es auch sagen. Hallo. So. Was mich nervt dabei ist, in so, das kennt ihr ja sicher von euren eigenen Handys, leuchtet da jetzt hier ja so ein roter Punkt, dass es aufnimmt. Ja. Sieht man ja. Ja, was ja gut ist. Und ich habe gedacht, das wäre die ganze Zeit eine Reflexion. Und habe gedacht, was ist denn da? Habe hier geguckt. So bescheuert kann man es ja sagen. Du meinst hier. Ja, ja, genau. Es ist ja im Display, also im Bildschirm. Ja, natürlich. Ne? Ja. Das können natürlich jetzt alles nur die Leute sehen, die den YouTube als Kanal abonniert haben. Vlog. Als Videoblog, ich weiß nicht, wie man es nennt, Vodcast. Ich glaube, es ist ein Vodcast. Vodcast. Wir machen ja keinen Blog. Nee. Ja, richtig. Kann es auch kein Vlog sein. Da kann es kein Vlog sein. Nein. Ein Vlog ist ein Blog mit Video. Genau. Und ein Vodcast ist ein Videopodcast. Genau, Podcast mit Video. Das kann man natürlich bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen. Genau, und Dr. Vlogs im Übrigen ist bei Raumschiff Enterprise, Star Trek Enterprise, der Doktor ist Denobulaner, ich sag's nur mal. Ja gut. Von Denobula. Du bist ja erst, du bist ja Trekkie, oder bist du auch? Beides. Ich bin behauptsach mit Sterne und mit Raumschiffe und möglichst viel. Meine liebsten Folgen sind da, wo es richtig kracht, keine Ahnung, gegen die Borg mit dem Picard. Ja. Oder auch, also manchmal auch Kampfstern Galactica, wobei Kampfstern Galactica ist scheiße, finde ich. Ja. Das ist nix. Aber das sind nicht die Bügeleisen da. Mit dem Bügeleisen an der Wand. Das war, also das, was dann ein Telefon sein sollte. Ich glaube, das war Orion oder so. Ja, das ist ja aus den 50. Ja. 50er gucke ich mir nicht an. Ich gucke mir auch The Captain Kirk nicht an. Das ist mir einfach zu pilzig. Das ist echt zu scheiße. Also wie sie das Beamen ist wirklich zu hart. Das ist wirklich krass. Das mag damals in den 60ern super gewesen sein. Ja. Ein Top-Trick, aber es ist leider, also auch mittlerweile geht mir sogar der Picker. Ich habe ja früher gesagt, oh, was geile Tricks bei Star Trek Next Generation. Ja. Aber heute sage ich auch ganz schlecht. Also wirklich ganz schlecht. Ich fand es damals gut. Aber es gibt einen neuen Picard, wusstest du? Ja, es klar. Gibt einen ganz alten Picard. Mit dem alten Picard, der ist zur Ruhe gesetzt und muss noch mal ran. Muss noch einmal ran, habe ich nicht gesehen. Hast du gesehen? Ach, ja, natürlich. War aber relativ ruhig. Ne? Fand ich auch, ja. Also es war jetzt wenig Explosionen. Es waren wenig Explosionen, dafür war es gut gemacht, fand ich. Ja, total. Ich fand es wirklich spitze. Ja. Ist die erste Flasche ist fast jetzt so, das habe ich gemacht. Ich habe ja die ganze Zeit, es läuft ja auch auf einem der Streamingdienste Tenet, was so eine Spionage-Zukunftsfilm ist. Wurde so busy als Sensation gefeiert, aber damals schon irgendwelche Interviews von Leuten, die aus dem Kino gesagt, nichts, also Hammer, aber nichts verstanden. Muss war aber ein Film und kein Film. Ja, ein Film, genau. Muss man ja wohl mindestens dreimal sehen, weil es gibt, also mit Zeitachsen und. Ich habe ihn auch nicht gepeilt. Ich habe nicht geschaut, ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht ran, wenn ich dann irgendwie, da brauchst du dann, das sind ja auch diese Filme, die haben irgendwie 2 Stunden 40 oder sowas. Ja, wenn ich dann davor hocke und schon nach einer halben Stunde, Ja, und Kurzzeitgedächtnis einfach nicht mehr so funktioniert wie früher. Ja, ich glaube, es muss auch einfach richtig kompliziert sein. Ja, noch ich hab's dazu. Nicht gepeilt. Also ich hab's nicht verstanden. Genau, aber ich habe ja auch Superman nicht verstanden. Das ist ja Sache. Ja, mit Superman kann ich dir erklären. Also Superman, der ist da auf dem Stern, auf dem Krypton. Der ist ja ganz link. Krypton. Der Superman ist ja die linkste Titte von allen, wenn du mich fragst. Ja. Oder der ist doch, der bescheißt die Leute. Wieso? Ja, weil der Superman doch ständig da alle Nasen lang macht, der rum, ich will Kryptonit. Naja, und außerdem ist er natürlich auch ein Lügner, aber das sind sie ja alle, dass er so tüt, als wäre er Reporter. Ja, mit wirklich, also in meinen Augen auch zeichnerisch, super gelöst die Verkleidung mit der Brille. Und die Haare ein bisschen anders. Das ist halt schon stark. Klar, dass man nicht erkennt. Ja, genau. Also es ist ja bei mir, ich kann mal so, also Superman,
Lars. Clark. Ja. Oder wie er heißt. Clark Kent. Clark Kent. Clark Kent. Ja, natürlich. Das, man erkennt die Leute ja nicht, wenn die ihre Brille anziehen. Das ist schon geil. Aber der erste Superman, wenn du den heute siehst. Mit der erste dem, Superman. Mit Keanu Reeves. Naja, nein, klar, nein, mit dem ganz anderen, der dann den tragischen Unfall hatte. Da, na, wie hieß er denn? Ich weiß, wen du meinst. Ja, ja, der erste Superman, der erste komm Superman, jetzt. Leute echt. Aus den 80er, 70er. Leute, oder? Leute, Anfang 80er. Hier. Wenn du dir... Nicht Keanu Reeves. Der hat einen John Wick. Es gibt einen vierten Teil von John Wick. Ach komm. Ja. Schauspieler, erster Superman. Achtung. Flugmodus ist aktiviert. Das ist natürlich nichts. Ja, natürlich, klar. Dann kann ich nichts. Gar nichts. Schauspieler, erster Superman. Ach Mensch, dann leck mich doch am Arsch, ja, im Kack-Handy. Ich weiß doch, wie er heißt. Ja. Ihr wisst es aber ich bin es jetzt aber auch... Christopher Reeves. So. Ja, so. Nicht Keanu Reeves. Richtig, richtig, richtig. Reeves. Ich habe es nicht gegoogelt. Ich habe es gar nicht gegoogelt. Du behauptest doch nicht schon wieder unter dem Post, dass wir alles googeln und dö. Ach, weißt du, was ja auch der Hammer ist. Aber ganz kurz noch die Geschichte mit dem Christopher Reeve. Wenn man sich den ersten Superman-Film anschaut, denkt man wirklich, also wie konnte ich das jemals anschauen und gut finden? Das sieht so beschissen. Das ist wirklich aus, diese ausgeschnittenen Menschen, die er da so... Und dann die Haare. Er fliegt ja in Überschallgeschwindigkeit. Und oder Lichtgeschwindigkeit. Die Haare, wie gebacken. Und wir aus Holz. Um die Erde anfängt, um die Zeit zurückzudrehen, dass die Erde sich dann rückwärts dreht. Also das ist schon wirklich grenzwertig, dass man das also gut fand. Aber der Superman ist ja im Grunde relativ leicht erklärt. Also der muss von zu Hause weg. Von Krypton, der Planet ist im Untergang geweiht. Genau. Und Papa, Kal-El und Jor-El schicke das in so, einem, in so eine kleine Kapsel auf die Erde. Und dann liegt er da rum und wird dann so Art gefunden von so Farmern. Genau, und das werden dann die Stiefeltern. Das werden die Stiefeltern. Er muss aber da schon aufpassen, weil er ja schon als Dreijähriger Autos hochheben kann. Durch die gelbe Sonne. Dass das nicht erkannt wird. Ach, das ist durch die gelbe Sonne. Durch die gelbe Sonne. Überhaupt die Superkräfte. Krypton hat eine rote Sonne und unsere Erde ist ja gelb und dadurch kriegt er die Superkräfte. Das ist eine Sache, die wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich habe ja wirklich diese Ehaber-Sachen verschlungen. Ja. Also ich habe ja wirklich Superhelden geliebt. Geliebt, geliebt, geliebt. Ja. Und ich fand einen Superman aber immer den langweiligsten. So ein ganz überkorrekter. Ja, ja, das es stimmt natürlich. Mit ja. dem Ach und der Superman, der Superman. Deswegen kommt auch der Hashtag Werbung der Deadpool so gut an. Ja. Weil der so geil assi ist. Das ist ja richtig assi. Genau. Also ein richtiger Assi-Superheld. Ja. Und Shazam finde ich auch blöd, wie da so ein Bub wird zum Erwachsenen. Kenn ich gar nicht. Wer ist denn der Shazam? Shazam ist auch so ein Alter. Das ist ein Bub, 12, 13 Jahre, der kommt zu so einem, wird irgendwie teleportiert zu so einem Meister und muss Shazam sagen, dann ist er selber der Shazam. Ist aber schon erwachsen, ist aber das Kind, der Geist von einem Kind. Ach. Und Shazam ist eine Abkürzung für Salomons Weisheit. Mhm. Das H steht für Herkules, die Kraft. Das A, das Z steht für Zeus. Also die Shazam, das sind die Anfangsbuchstaben von einzelnen Göttern, deren ganze Energie er sozusagen in sich vereint. Das ist eigentlich ein Kind, also der Geist eines Kindes in einem Erwachsenen. Das da laufen hier manchmal kind, auch ein paar durch die Stadt. Das ist ein Kind, und wenn der Shazam sagt, dann ist er auf einmal erwachsen und hat auch so Muckis. Und dann sagt er wieder Shazam, dann ist er wieder ein Kind. Also das ist ja Wahnsinn, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Siehst du? Und das ist ein altes Comic. Shazam gehört zur Liga der Gerechtigkeitsliga. Leute, das gibt's ja nicht, dass ich das nicht weiß. Man hat so einen Blitz, so einen roten, gelben Blitz auf rotem Grund. Ah ja, ja. Jetzt mal hier neues Thema, genau, Donald Duck. Apropos, das habe ich immer am liebsten gelesen. Also Comics generell, ich habe auch... Also ich fand immer die lustigen Taschenbücher oder auch die ganz normalen Hefte, ich habe immer lieber irgendwas mit Entenhausen gelesen. Als ein richtiges Buch. Superhelden, ehrlich gesagt. Ich hab auch Blake und Mortimer gelesen. Diese größeren, diese im Grunde in Tim und Struppi-Größe. Ja, Tim und Struppi habe ich auch gelesen, bis ich dann festgestellt habe, dass der RG ausschließlich Männer darstellt. Was ist daran schlimm? Ja, diese Männer, die sind halt so ganz bestimmte Stereotypen, wenn man auf Männer steht.
Also die Piraten, sind halt ganz, ganz klar die einzige Frau, wir hatten es ja schon mal in der Podcast, die einzige Frau ist eine Opernsängerin. Ja. Hallo! So, hallo! Aufwachen! Aber das macht, das war ja trotzdem lustig. Es war ja trotzdem gut Spaß gemacht. Ja, es war trotzdem gut gemacht. Aber das heißt trotzdem, also das hört sich ja fast ja, an. Ja, das meine ich, da, trotz es dieser war super gemacht. Trotz dieser vollkommen Stereotypen, so meinte ich das, ja. Trotz dieser vollkommen stereotypenhaften, abziehbildartigen Darstellung von Männern bei Männerfantasien bei Tim und Struppi. Ja. So. Aber was ich auch total cool fand, war dann das Batman im Grunde auch. Das habe ich. Batman, der Dick Brown war ja auch. Aber der Dick Brown war doch der Macher von Hager. Dann hieß der auch Dick nee, Brown. Das war, nee. Der Dick Brown ist der Mann, ist der, ist der Zeichner von Hager. Hager habe ich nicht, auch geliebt. Hager. Zeichner von Batman. Da ist ja auch alles mit dem Robin, der halt. Ja, ja. Und, was soll denn da sein mit dem Batman ich und dem Robin? Der Höhle und der Butler und. Ja, klar, man könnte jetzt, man könnte spekulieren. Kommen, ja. Man könnte spekulieren. Ja. Aber was ich dann auch später geliebt habe, jetzt sind wir voll bei Comics, aber ist ja auch mal nett. Voll. Nicht, dass ich eine beschwert, wäre zu langweilig. Wir haben sehr viele Themen. Heute. Clever und Smart. Clever und hab Smart. Hab ich total abgefeiert. Fand ich wie Matt so bescheuert. Ja, Matt, ich habe mir ist der Witz abhanden gekriegt. Also ich, ja. Nicht, ich fand das nicht besonders. Ich fand es zu konstruiert immer. Hausnummer ja. Fischstraße 7 oder Fischstraße 13 habe ich ganz. War derselbe Zeichner, glaube ich. Ibanez. Ja. Glaube ich, hieß der. Hat Gitarren auch gemacht. Ja, genau. Und da hat die Fischstraße 13 oder 7, die fand ich cool. Aber Clever und Smart habe ich nicht so geil gefunden. Stimmt, der hat da noch was gemacht. Dann natürlich Asterix und Obelix und der ist nur gut. Das war ja auch von denen. Der ist nur gut. Ich will Emir werden anstelle des Emirs. So ein kleiner. Sagt mir was, mir sagt ist nur gut was. Ich habe aber gerade überhaupt kein Bild vom Geistigen. Ja, so ein kleiner Typ mit so einem Bart hat ja da irgendwo im Persischen gespielt. Ja. Irgendwie. Das war auch ziemlich lustig. Ja, gut. Neues Thema, Donald Duck. Genau, haben wir es wieder, Entenhausen. Du gewusst, dass... Habt ihr Klaas Kleber genannt? Kleber oder Kleber? Ich habe immer Kleber gesagt. Klaas Kleber. Klaas. Und habt ihr Duck oder Duck gesagt? Ich habe immer Duck gesagt, Donald Duck. Donald Duck. Ja. Donald Duck. Also nicht Donald Duck oder Donald Duck am Ende noch. Nee, ich habe Donald Duck gesagt. Ich auch. Hast du gewusst? TikTok soll verboten werden. Geil. Als Hintertür der chinesischen... Das finde ich super. Das finde ich auch cool. Alles, also alles, was so... Diese ganze Scheiße, das soll alles verboten werden. Das wäre das Geilste. Also die dürfen ja, also viele, also die ganzen also amtlichen Würdenträger dürfen sie ja ohnehin nicht mehr auf ihrem Diensthandy haben. Das ist wie... Versicherungsleute kein WhatsApp auf ihrem Diensthandy haben dürfen, weil das irgendwie, keine Ahnung, doch nicht end-to-end verschlüsselt. Das bestimmt, aber man kann das ja end-to-end verschlüsseln, wenn man den Code hat. Um das zu entschlüsseln ist es ja, also für die Leute. Aber also gerade wenn da sensible Daten hin und her gehen. Genau, das darum geht es im Grunde. Da habe ich ja von Anfang an bei diesen Messenger-Diensten, wen soll das interessieren, ob da eine mit liest, dass wir treffen uns 18 Uhr im Joker. Ja, mein Gott, also das ist wirklich so uninteressant. Also ist es, das geht um nichts angehen eigentlich. Natürlich, also vom Prinzip her geht es natürlich. Muss man ein Problem damit haben. Natürlich. Aber ob ich sage, ich bin 5 Minuten später. Aber natürlich ist es eine ganz andere Kiste, wenn du irgendwelche sensiblen Daten im Sinne von Versicherung übermittelst. Von links nach rechts. Lass mal kurz, ich hatte gerade... neues Thema, Donald Duck, ja, was ja jetzt kommt. Hast du Fix und Foxy gelesen? Ja, aber ich habe vor allem den fast ähnlich klingenden Pornofilm gesehen. Das war so ein Zeichentrick, können wir jetzt natürlich nicht sagen, aber er hat... Also Fix ohne S. Ja, Fix und Foxy. Ich kann es nicht mal jetzt aussprechen, weil ich werde es falsch aussprechen. Fix und Foxy. Fix und Foxy. Und da gab es ein Porno. Der hieß ganz ähnlich. Also es waren auch quasi als zwei Namen. Es waren die zwei Namen mit winzigsten Umstellungen. Ja, genau. Das ist ähnlich wie... Schneewittchen gibt es auch so einen Zeichentrick-Porno. Das Wittchen haben sie hinten verändert. Das Wittchen haben sie verändert. Ja, genau, ja. Die Wikinger haben sie Wikinger auch verändert. Das W vorne haben sie gegen was anderes eingetauscht. Ja. Gegen Z. Zicklinge. Da gab es lustige Sachen. Ja. Und Robin Hood haben sie auch gehabt.
Robin aber Hood es war im so schlecht gemalt. Und ich habe auch daran nicht die, sag ich mal, die Erotik-Komponente habe ich nicht verstanden. Ich dass da nicht. So komische, ganz schlecht gemalte Schneedingsbums und die sieben Zwerge dann so zeichentrickmäßig da irgendwie so Sex haben. Also gemacht haben. Verstehe, habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht, es hat mich nicht angemacht. Also man kann doch, also wenn man wenigstens so ein bisschen was sehen will beim Porno gucken, dann muss man doch, da muss man, nimmt man das ja nicht in Zeichentrick. Mal ein Blue Movie, dass man ein bisschen was, aber nicht in Zeichentrick. Bei mir selber, also Zeichentrick, Ja. Also jedenfalls gibt es... Ich habe es ja kaum getraut, mich zu sagen, ich war heute schon wieder eine halbe Stunde zu früh. Ich bin einfach schon wieder eine halbe Stunde zu früh losgefahren. Es war ja letzte Woche schon so. Aus Versehen? Ja, aus Versehen. Ich habe aber... Wir sind schon wieder so gut. Was? Durch. Ja, ja. Nein. Ja, ja, natürlich. Nein, wir haben nicht 35 Minuten. Natürlich. Nein. Doch. Also nein. Ich bin nur deshalb nicht so überrascht, weil ich habe vorhin schon mal drauf geguckt. Na, was nein, es sind doch nicht 35. Ich habe jetzt kurz gedacht... Na, über 20 Minuten. Werden wir sein. Und habe jetzt gedacht, ich gucke da auf eine 22. Nein, nein, nein. Das ist ja der ultimative Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ja, also dann fange ich auch gar nicht mehr an vom, obwohl, doch, da wird es vielleicht, aber das Thema ist so interessant. Das Thema ist so interessant, wir müssen da was draus machen. Es gibt ja jetzt, ich weiß nicht, ob du schon, ich glaube, es heißt ach Mensch, ist toll, wenn man was erzählen will und nicht genau weiß, aber... Um was geht's denn? Sag ich dir gleich. So, es geht... ChatGPT. ChatGPT ist eine neue Art der öffentlichen künstlichen Intelligenz, die einen Bericht drüber gesehen, nichts mehr damit zu tun hat. Also kannst ja auch, weil am Anfang habe ich gedacht, es gibt doch Google, aber es hat damit nichts zu tun. Also du sagst ja Google... Und genau, du sagst ja Google, wo ist es, wann ist es in Namibia am schönsten und welche Route kann ich da fahren? So, und dann kriegt man halt 1000 Einträge von Google angeboten, von die aber irgendjemand anders mal erstellt haben muss, ein Reisebüro oder ein und so weiter. Ich hab's im Radio auch gehört. Und bei diesem ChatGPT, dem sagst du, schreibe ein, und das wird mich mal tierisch interessieren. Also erstens kannst du ihm schreiben, schreib mir mal eine Doktorarbeit, 40 Seiten über das Thema Nachhaltigkeit bei im Zusammenhang mit der Umstellung von Glas auf Plastikflaschen, um jetzt irgendwas zu sagen. Ja. Dann hast du das am nächsten Tag. Aber sie geben keine Gewähr auf Korrektheit. Ja. Also es kann auch Scheiße drinstehen. Also es kann auch einfach Unwahrheiten oder was drinstehen. Das ist auch so. Aber ich glaube, das ist genau das, wo jetzt noch dran gearbeitet wird. Das ist ja eben, das ist ja wirklich so eine Art Beta-Version im Moment. Also das wird irgendwann schon und super funktionieren. Ich würde gerne mal einen Podcast drauf verwenden, dass man da drauf geht und sagt, schreibe einen Sketch für die Comedy-Gruppe Mundstuhl. Ja, oder einfach vielleicht. Ein 3-Minuten-Sketch, da wird ja dann was kommen. Das wird mich mal tierisch... Machen wir beim nächsten Podcast. Lass uns das mal machen, mich würde es tierisch interessieren. Oder ein Essay über Mundstuhl. Oder, ja, genau, aber ein Sketch fände ich fast noch lustiger, weil dann werden ja so Dialoge irgendwie... Am Ende wird es der Hammer und wir machen das nächste Programm nur noch mit ChatGPT. Haben die dann irgendwie einen Copywriter drauf? Weil da muss man sich ja ein bisschen vorsehen. Weil nicht, dass dann der ChatGPT kommt oder wie es heißt... Das sind alles Fragen, die jetzt, aber ich finde es auch auf der anderen, ich finde es auch beängstigend. Also wir kommen einfach ein bisschen dahin. Eine Sache noch, wir sind ja gleich. Wir machen den ChatGPT, machen wir mal. Machen wir nächste Woche oder übernächste Woche, aber die Helene hat sich verletzt. Ja. Die Helene hat sich eine gebrochene Rippe beim Akrobatik, hat sich verletzt. Auf der Bühne oder was? Auf der Bühne hat sie sich verletzt, was für uns natürlich unmittelbare Konsequenzen haben könnte, wenn unser Tuck arbeitet ja bei der Helene im Moment. Ja, genau. Wir haben ja im Grunde zwei Techniker. Genau, der Ralf und der Tuck. Der Ralf und der Tuck. Und der Tuck ist bei der Helene und der wollte eigentlich irgendwann im Herbst wiederkommen. Aber wenn die Helene jetzt natürlich, machen wir halt mit dem Ralf weiter. Machen wir mit dem Ralf weiter, läuft ja auch super. Läuft super. Genau. So, dann... Eine Minute hätten wir noch vielleicht zum Tschüss sagen oder meinst du, wir machen nach 39 schon? Nein, also komm, wir haben dann... Bevor sich einer wieder aufregt. Bevor dann wieder die großen Beschwerden, irgend so Freibiergesicht beim Umsonst-Podcast. Wahnsinn, Ja gut, aber Podcast, das muss man ja auch mal so, damit kann man... Mein,
Podcasts, das ist ja so. Ich meine, die sind halt umsonst. Die sind umsonst. Die sind, also klar, du musst da irgendeinen Streamingdienst musst du dir, und unseren kriegst du ja natürlich auch wirklich richtig umsonst beim SWR 3. Wobei, da musst du ja dann wiederum die Rundfunkgebühren irgendwie mit reinrechnen. Naja, gut, das wird ein bisschen kompliziert jetzt. Das ist ja praktische Steuer. Ja, die Rundfunkgebühren, die muss man ja bezahlen, ob man genau. ein Gerät hat oder nicht. Früher und dann kann man es ja auch nutzen. Deswegen bin ich ja auch so begeistert von der Stadtbücherei. Ja, aber die Stadtbücherei hat ja nichts mit der GEZ zu tun. Nee, aber die kostet gar nichts und kriegst super Bücher. Ja, natürlich. Also, und ja, zwar gut. auch elektronisch und physisch. Das oder du kriegst sie ja auch, kriegst dein auch oder genau, dein auf irgendeinen Reader. Oder, genau. Auf irgendeinen Reader kannst du es dir auch ziehen. Ja, Leute, das war's. 40 Minuten 1, für diese war's. Woche. Wir sehen uns live. Live oder auf YouTube. So sieht's aus. Oder? Tschüss. Ciao.